bleibst du? Erst sagst du ein, es gibt eine Party und dann tauchst du nicht auf. Suchst du Kakerlaken? Was? Ich suche mein Füller. Ich suche meinen Füller. Du machst aber jetzt nicht nur Hausaufgaben, oder? Nee. Ich will einen Brief schreiben an meine Mutter. Nachdem du 6 Wochen mit deiner Mutter in Norwegen warst, willst du ihr jetzt einen Brief schreiben? Ja, weil ich mich bedanken will für die schöne Zeit, die wir zusammen hatten. Sehr gut. Ich hatte solche Angst. Ich dachte wirklich, die wollen mich. Die haben mich begrapscht. Haben mich auf die Boden. Ja, was denn? Was willst du? Ich hab das nicht gewollt, Milena. Ich liebe dich. Hau ab! Lass mich in Ruhe! Bitte, wir müssen reden. Wie konntest du sowas nur machen? Du bist doch total krank. Es tut mir so leid. Hast du was an den Ohren? Verpiss dich! Nicht so schneidend in den Fest. So wie du? Nee, Brüderchen, du kannst nicht so deine Stärke. Aber okay, los! Ich glaube, ich werde langsam alt. Tja, Mann, bei so einem heißen Feger wie Feli können wir alten Säcke nicht mehr lange mithalten. Dafür haben wir Erfahrung und Reife. Jawoll. Lena. Du hast es jetzt schon mir erzählt. Okay, du warst verängstigt, du musstest reden, aber ich bitte dich, es ansonsten nicht weiter zu erzählen. Du hast Angst, dass du Ärger kriegst? Gerade jetzt, wo Berger neuer Direktor ist. Den kann man nicht so leicht um den Finger wickeln wie die Steiner. Oder wie mich. Nicht. Wie kann man nur so tief pennen? Hallo. Super, echt. Abends die große Show abziehen und am nächsten Tag den Hintern nicht aus dem Bett kriegen. Vivian wird schon richten. Aber diesmal nicht. Ich habe keinen Bock mehr für dich zu lügen. Erklär doch selbst, warum du blau machst. Okay, dann leck mich doch. Schüler aus der 7. glauben, Dr. Bräuning hätte sie dazu gezwungen, so zu tun, als hätte sie es selbst entschieden. Kann ich mir nicht vorstellen. Dazu ist die Steiner zu tough. Was sagst denn du dazu? Was?
Ich weiß nicht. Was hat der Kerl noch mit dir angestellt? Nichts. Kommt ihr bitte in die Klasse? Schon, aber es hat doch noch gar nicht geklingelt. Ich möchte nicht den ganzen Unterricht für die Wahl des Klassensprechers opfern. Also bitte, Herrschaften. Wir haben ein Recht auf unsere Pause. Das tut weh! Was hast du Coco erzählt? Wovon redest du? Du bist so unschuldig. Hältst du mich für bescheuert oder was? Na gut. Ich habe ihr gesagt, dass du eine widerliche, kleine, heimtückische, verlogene Ratte bist. Und sie wird es schön weitererzählen. Ich werde dafür sorgen, dass mein Vater euch fertig macht. Er wird euch ausweisen. Also, wie gemeinsam besprochen, machen wir offene Wahl. Mia, entschuldige. Weißt du, wo Fabian ist? Der stand gerade noch draußen rum. Wenn Fabians Stimme nachher ausschlaggebend wird, kann er sie im Nachhinein noch abgeben, okay? Okay. Ja, bitte? Tag zusammen. Herzlich! Sie haben noch nichts dagegen, wenn ich hier mal kurz ein bisschen Mäuschen spiele. Warum denn? Wir wählen gerade den neuen Klassensprecher. Oder die Klassensprecherin. Na, gelebte Demokratie. Sehr gut. Deshalb bin ich hier. Ja, machen Sie ruhig weiter, Herr Zech. Ich bin gleich da. Ja, ich mache dann weiter. Als alte Klassensprecherin habe ich nämlich die Wahl. Ach so, ist das üblich, ja? Ja, so steht es in der Schulordnung. Die Frau Dr. Steiner übrigens kannte. Wenn ich dann mal weitermachen dürfte. Stimmen wir ab. Wer ist für Sarah? Wer ist für Jonas? Und wer ist für Milena? Na, das nenne ich mal souverän geworden. Krass. Fast einstimmig. Solltest du auch anziehen? Wer bist du? Mein Modeberater? Ich meine ja nur. Was haben Grünabfälle aus der Küche, Gartenabfälle sowie Hülle und Mist gemeinsam? Sie stinken. Was hinten rauskommt, riecht selten gut. Ich will die Stange als Direktorin zurück. Sie enthalten gespeicherte Energie. Pflanzen speichern beim Wachsen Sonnenenergie und geben sie als Nahrung an Menschen und Tiere weiter. Die Stunde beginnt doch erst in 10 Minuten. Und was nicht verwertet wird, bleibt als wertvolle Energieressource vorhanden. Und die Biogasanlage verwertet diese Energieressourcen. Gut, Max. Frau Direktorin Steiner. Ach, bitte, Max. Direkt Steiner! Direkt Steiner! Warum tritt nicht der Bräuning zurück? Das wäre doch sowieso egal. Ich habe es nicht verhindern können, dass ein Schüler unter seinen Mitschülern dealt und fast das Internat abbrennt. Das kann ich nicht auf Dr. Bräuning schieben. Versteht ihr mich? Okay. Feli? Die liegt im Bett und pennt. Und das sagst du mir jetzt ernst? Nee, er ist ein richtiger Läufer geworden. Du meinst wohl Brummer. Nein. Läufer nennt man Schweine zwischen 5 und 25 Kilo. Trotzdem, Brummer. Ich lauf schnell zurück und red mit ihr. Die kriegt sonst riesen Ärger. Weckst du mich? Ich bin ein wandelndes Alibi. Jetzt rein damit in den Sammelbehälter. Ich kenne jemanden, der hat ein Fahrzeug erfunden, was nur von seinen Blähungen angetrieben wird. Und ich kenne jemanden, der gibt nur Gülle von sich.